Jetzt denke ich, können wir loslegen. Oh mein Gott. Na gut, wir verlieren. Wir haben alle Punkte, weiteren Punkte verloren. Oh mein Gott, und da kommen die Gegner angeflogen. Und der Typ ist down, aber ich bin auch down. So, es hat gerade übel, also es leckt gerade. Ach du Scheiße. Gut, es ist erstmal, dass ich mit einem Sniper-Tag oder ein Let's Play mit einem Sniper aufnehme. Deswegen könnt ihr meinetwegen Kritik drunter lassen, Dislikes drunter lassen, alles was ihr wollt. Das könnt ihr ja übrigens bei jedem Let's Play. Denn ich bin sau schlecht und ich kann's einfach nicht. Aber ich probier's. Das ist die Hauptsache. Das ist mir dann eigentlich scheißegal. So, ich habe noch nie bevor Sniper gespielt. Ich werde jetzt einfach mal was probieren. Ich habe schon mal nicht getroffen. Ja. Ich glaube, ich sollte näher rangehen. Da vorne war jetzt einer. Ich habe jetzt schon so viele Kugeln auf den verballert, dass ich den, glaube ich, nicht mehr kriegen werde. Ich versuche jetzt trotzdem irgendwie mal was zu reißen. Und werde einfach mal richtig krank drauf rushen hier. Okay, ich sehe hier niemanden. Ja, gut. Fragt man sich natürlich, wie ich mit dem hier auf Level 4 kommen konnte, wo ich bisher noch... Da drüben hat er gerade einer geschossen, ne? Also muss da ja einer stehen. Jetzt kommt er bestimmt hier vor. Oder? Gut, da. Ne, da ist keiner. Doch, ne. Da oben ist einer. Also, jetzt habe ich die auf der 3, das Messer. Das muss ich dann mal noch ändern. Gut, gehen wir einfach mal zu B, zu D. Ich gehe jetzt als Sniper. Ich weiß nicht ungefähr, wie ich drauf rushen muss, soll, wie auch immer. Ich werde, glaube ich, jetzt mal hier. Ich brauche eigentlich ein Auto. Eigentlich bräuchte ich ein Auto. Aber ich komme jetzt auch ohne aus. Das ist. Ich spiele zum ersten Mal wieder als Sniper und ich komme erstmal überhaupt nicht klar damit. Aber das gibt sich dann mit der Zeit. Ausgerüstet habe ich nur die normalen Waffen, die Anfangswaffen, alles Mögliche hier. Ich würde jetzt einfach hier hoch auf den Hügel gehen. Da drüben steht einer, warte. Ja, der kommt jetzt da hinten lang. Ist der jetzt da? Ja. Der ist auch da, oder? So, und dann setze ich mich jetzt hier hin. Ja. Was mir nicht gerade viel bringt. Da kommt einer. Gut. Das war jetzt dumm. Ich habe den nicht getroffen. Ich hätte auf meinem anderen Platz bleiben sollen. Deswegen werde ich jetzt bestimmt bei B spawnen. Ja, ist doch schon mal gut so. Da oben war der jetzt gewesen. Oder ist hier sonst noch wo jemand? Mal schauen. Vielleicht entdecken wir ja einen Lümmel hier rumlümmeln. Jetzt werde ich hier schon von anderen Snipern heimgesucht, die mich hier umbringen wollen. Und das ist ganz schlecht, wenn man da ins Visier gerät. So. Wir sind bestimmt oben auf dem Dach. Da ist es ja auch kein... Brauchen wir ja auch kein Glück, um mich abzuschießen. So, brauchen wir nur einen Sniper, ne? Haha. So, komm. Mit 9 Leben lässt sich noch was anstellen. Man kann sinnlos in den Tod sich...
Und der ist tot. Ich habe 24 grandiose, nee, 36 grandiose Punkte gekriegt und wurde jetzt selber von einer Sniper erschossen, die sich dort befindet, da an der Kurve, ne, der Undekurve. Der Undekurve, da oben, zwei Sniper, jetzt weiß ich ja, wo ich hinschießen muss. Gut, aber die werde ich garantiert nicht down kriegen, aber ich probiere es trotzdem. Mit Unterstützung eines weiteren Sniper. Gut, der saß jetzt. Nee. Alter, nee, sitzt da jetzt wirklich einer am Kran? Gut. Da war einer am Kran gewesen, ne, da ist sogar noch einer am Kran. Das ist jetzt nicht gerade das Gelbe vom Ei, was ich hier erreichen wollte. Deswegen werden wir den jetzt nochmal eine schöne Abfuhr verpassen. Ne, der hat sich runterfallen lassen. Also, eher gesagt, ist er runtergesprungen. Spring! Ist er runtergesprungen. Da oben steht jetzt keiner mehr. Okay. Und weil ich einfach so noobisch bin, werde ich mich jetzt in die Flugzeugabwehr setzen. Und mal mein Glück versuchen. Ja, siehst du, geht doch. Na, geht doch. Feind eliminiert, zerstört das Fahrzeug und gleich mal ein paar Punkte gekriegt. Aber gesniped werden kann man da drin natürlich trotzdem noch. Das nimmt man jetzt nicht einfach weg hier, das Risiko. Wir haben jetzt den Punkt D hier. Das finde ich schon mal toll. Aber mir bringt es in dem Sinne noch nicht sehr viel. Denn jetzt muss ich natürlich auch ein paar Leute umbringen. So schlimm wie es klingt, man muss es auch mal gemacht haben. Okay, ich habe jetzt mal versucht, in den Heli was reinzuschicken. Funktioniert nicht. Jetzt werde ich schon wieder von Snipern gelöchert. Gelöchert. Da kommt jetzt ein Dingens, die, ja gut, die Dingens sich. Gut, da unten ist jetzt niemand. Da hinten ist irgendwo jemand. Nein, da war ein Flugjet, Kampfjet, Jet, einfach nur Jet. So, und dieser Jet hat was gemacht, was ich nicht mag. Er hat mich umgebracht, so. Ganz offen gesagt. Und wir haben zwar immer noch D, aber die wollen uns schon wieder hier. Das war jetzt einer von denen, ne? Da war er tot. Der war anscheinend offline. Und da hat er sein blaues Wunder erlebt. Blau. So. Setzen wir uns doch auch einfach mal hier oben drauf. Dann schauen wir hier rüber. Da hinten steht immer noch das Panzerteil. C gehört uns. Wir können uns also hier hinstellen und darüber schießen. Die sind alle tot. Das ist gut. Ich habe ihn nicht getroffen. Daneben. Ja, den habe ich 41 Leben abgezogen. Den habe ich 37 abgezogen. Die fahren jetzt beide auf mich hier drauf und wollen mich umbringen. Das finde ich nicht sehr toll. Ich habe trotzdem es irgendwie geschafft, zu 1015 Punkten zu kommen. Das ist schon sehr toll, denn 1000 Punkte sind in diesem Level hier schon das Beste, was man somit kriegen kann. So, und ich werde mich jetzt ganz einfach, so noobisch wie ich bin, hier in den Panzer reinsetzen und mich schön auf eine Abschusstour begeben. Den konnte ich jetzt nicht umlegen. Deswegen werde ich mich jetzt ganz einfach mal zu B gesellen. Da ist ein Heli, der ist von denen.
Ich wollte noch rechtzeitig aussteigen, hat aber nicht funktioniert. Ich wollte ihn abschießen, hat aber nicht funktioniert. Ihr seht, ich bin sehr schlecht. Das wäre das Erste, was zu sagen. Der Typ ist ja richtig schlecht im Fliegen hier. Nein, nein, nein. Ich habe nur noch 31 Leben, finde ich toll. Oder eher gesagt, nicht toll. Deswegen werde ich mich jetzt wieder hier... Da unten kommt jetzt einer. Okay, den kriegen wir da. Komm, das ist doch jetzt ein leichtes. Nö. Nö. Der Sniper wird jetzt von hinten überrascht und ich konnte es vorhersehen, dass er von hinten überrascht wird. Oder hat er denjenigen umgebracht? Ich hoffe es doch mal. So. B gehört denen. Ich werde mich jetzt ganz einfach mal, so cool wie ich bin, hier rüber katapultieren und dann hier drüben mal krank auf den Kisten lang und so und wieder in meine alte Stellung, wo ich vor uns war, wo ich ja, Junge, da war jetzt einer irgendwo, wo ich ja vor uns meine meisten Punkte gemacht habe, da war wieder der Julius, den ich vor uns nicht getroffen habe. Der wurde jetzt getötet, das finde ich toll. Da klettert einer hoch. Könnte ich es? Ha! Der ist ausgestiegen, aber nicht wegen mir. Da kam ein Jet angeflogen. Und da ist ein Sniper gewesen unten. Der hat anscheinend mich gesehen, aber ich ihn nicht. Nein, der war in dem Haus. Was? Wo war der? Wo zum Teufel? Where the devil, ne? Wo zum Teufel? Ich sehe jetzt hier irgendwie niemanden. Doch, da hinten rennt einer. Feind eliminiert, Distanzkill 91. Das ist doch mal was. Da oben steht aber einer drin. Das ist der Geo Army Sniper, ne? Das ist ein Sniper, der hat sich auch so genannt wie ein Sniper. Gut, Niederlage, das war jetzt scheiße. Deswegen versuche ich jetzt mal im zweiten Teil dieses Let's Plays mal etwas besser zu gestalten. Immerhin 1000 Punkte, mir fehlen noch satte 3755 bis zum nächsten Level. Das werde ich heute vielleicht nicht mehr schaffen. Aber wenn ich nachher dann noch ein Let's Play mit dem Sniper aufnehme, vielleicht schon. Wir haben ja auch noch andere Charaktere, das war das, was ich mit diesem Let's Play hier bewirken wollte. Na, gut. Gut, ich habe 55 Leben nur noch. Alle Leute sind abgefahren, das Boot ist wieder da und los geht's. Jubidu. Auf zu A. Ah ne, diesmal. Mal schauen wir mal auf die Map. Diesmal mache ich so, ich fahre mal zu B bzw. D, stelle mich dort hinten dann hin als Sniper und werde mal mein Glück versuchen. Claymore habe ich ja noch nicht, weil ich nur Level 5 habe. Ich weiß gar nicht, ab wann es Claymore gibt. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, falls ihr mir das sagen wollt, wann es Claymore gibt. Ich habe sie jedenfalls noch nicht. Ich musste bloß jetzt mal schauen, wo es hier lang geht. Dann geht's. Oh, es wackelt alles so lustig. So, dann fahren wir hier hinten lang. Erfahrene Spieler könnten jetzt sagen, das wäre Bullshit, was ich hier mache, aber das ist es ja manchmal auch. Ich mache ja sehr gern Bullshit. Jetzt sind hier bei D schon Leute. Wenn die jetzt hier ankommen. B gehört denen. Nein. Gleich nicht mehr. Gut, uns gehört der noch nicht. Deswegen gehen wir einfach mal. Hier ist ein Sniper. Ich mache jetzt einfach mal mit. Und mache jetzt einfach mal mit hier hoch. Seht, wie ich hier athletisch, wie ich bin, klettere.
Das sieht richtig ergonomisch aus, wie ich das hier vollführe, wie ein Kletterkünstler. Und jetzt werde ich einfach mal... Scheiße. Wie sieht er mich an? Nö. Was ich mich jetzt frage, könnte ich jetzt schon auf die Basis schießen und jemanden treffen? Nö. Das wird nicht. Gut. D gehört jetzt auch uns. Dann schieße ich mal rüber zu B. Da muss er auch noch hoch. Da unten ist einer. Der erste und der zweite. Den zweiten habe ich leider nicht gelandet, aber den ersten. So. Da unten ist noch einer. Nö, doch. Na komm. Heißt der Elektrohaus? Nee, nur Elektro. Jo! Da habe ich meinen ersten Kill in diesem Spiel gelandet. Geile Scheiße. So. Jetzt wieder zu B gucken. B gehört jetzt bald uns. Nein. Jetzt muss er nachladen. Ich darf anscheinend hier nicht so viele Punkte. Nein! Nicht so viele Schüsse verschwenden. Der ist auch schon tot. Jetzt haben wir ja auf einmal alle Punkte. Nee, C gehört uns noch nicht. Da ist einer. Ist er schon tot? Nein, ist er nicht. Den kriege ich aber auch nicht mehr, oder? Nein, kriege ich nicht. So, jetzt habe ich noch gerade mal zwei Schüsse. So, das ist einer von uns. Nein. Ah, nee, das ist auch einer von uns. Das Auto. Jetzt schauen wir nochmal rüber zu C, ob wir da noch was erreichen können. Ich habe ja satte einen Kill gelandet, ne? Einen satten. Nein. Gut, jetzt hat er mich gekriegt. Das ist natürlich jetzt nicht so meins gewesen. Ihr merkt, Sniper ist jetzt sehr gewöhnungsbedürftig. Wirklich sehr gewöhnungsbedürftig bei mir. Wo? Nein, oder? Nein. Kam wirklich der Deadman Walking Plus an oder Player, wie auch immer, was auch immer der sagen wollte damit. So, jetzt sind wir auf einmal sau gut. Ich, so noobisch wie ich bin, setze mich jetzt in die Flugabwehr hinein. Nein, ich mach das, nicht du. Treffen die nicht. Ah ne, das ist so ein scheiß Pfahl. Scheiße. Da hinten ist einer. Und da wurde ich gesniped. Das war ja auch irgendwo klar. Wie viele Sniper gibt es hier eigentlich? Zu viele, sage ich euch. Zu viele. So, jetzt gehe ich mal wieder hoch in die Flugzeugabwehr. Ich werde zwar vorher bestimmt gesniped, aber das ist mir in dem Sinne dann auch egal. Ich wollte jetzt mal so ein geiles... Komm schon.
Und tot. Fast. Jetzt seht ihr auch, wie schnell ich so Punkte machen konnte mit dem. Und da hinten ist noch einer. Der hat mich noch down gemacht, aber ich habe 1800 Punkte. Das ist doch schon mal fortschrittlich im Gegensatz zu dem anderen Spiel, wo ich gerade mal 1000 Punkte erreicht hatte. So, die Flugabwehr steht noch. Sie steht auch immer noch zur Verfügung für mich. Das finde ich grandios. Deswegen machen wir erstmal ein Allround-View. Da hinten sind zwei von die zwei Türme. Okay, das Ding hat nur noch eine Lebensdauer von 36. Das ist nicht gerade gut. Wir sind US, das heißt die Typen, da ist einer. Das habe ich zu spät gemerkt. Gut, bin ich auch wieder gereckt. Der Elites Raccoon. Raccoon heißt es ja normalerweise, aber er sagt Raccoon. Der Raccoon. Bacon. Zieht sich einfach mal so cool wie ich bin in das Haus rein. Und genau jetzt habe ich keine Muni. Na komm, da kriege ich dann nochmal ordentlich Fettpunkte. Das war ja klar, dass er das Ding down macht, aber ich habe nochmal Fettpunkte gekriegt. Und das Ding ist eh gleich gereckt. Das heißt, mir macht das nichts aus. So, jetzt ist auch das hier nicht mehr so zu schaffen. Ich visiere mal auf C an. Da ist dort einer. Hier ist einer. Irgendwo hier muss ja der Fahrer sein, ne? Ist der ausgestiegen? Ja, der Flieger, der Pilot, meine ich. Nö, hier ist niemand. So. Ab zu... Wo zum Teufel? Wo zum Teufel wirklich? Nein, scheiße. Gut, der Geo-Army-Sniper ist natürlich immer noch anwesend. Er beutet das hier ganz, das ganze Geschehen aus. Ich werde ihm die... Massaker-Tour... jetzt versalzen, indem ich strecke. Gut. Das war eigentlich anders geplant. So, komm, den anderen, der muss jetzt aber leiden, sterben. Wie auch immer. Irgendjemand muss es ja tun. Gut, wo ist jetzt ein Sniper hier? Irgendwo müssen sie ja sein. Wenn sie dort jetzt im Haus sind, habe ich schlecht Garten. Dann sehe ich nämlich keinen von denen. So, komm. Das war jetzt einer von mir, ne? Gut. Laufe ich einfach nochmal. Laufen, 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 laufen. Da ist einer von denen. Gut, meine Waffe ist ja noch die Anfangswaffe. Die hat nicht so guten Schaden wie die anderen Waffen. Die ist auch beschissener als die anderen Waffen. Und deswegen sage ich, bin ich hier einfach mal scheiße. Gut, jetzt kam wieder Sniper an Sturm. Der Elite Raccoon ist dort. Alter, so viele Sniper kann man sich doch eigentlich gar nicht leisten, oder? Die wurden doch jetzt bestimmt alle umgelegt. Aber alle. Alle, alle, alle. Gut, wurden sie. Nein, wurden sie nicht. Irgendwo ist ja noch einer. Da hinten stellen sich auch gern mal welche hin, bei den Häusern, weil da kein Schwein nachschaut. Und wir siegen jetzt überragend hier. Gut, da war doch noch ein Sniper gewesen, jetzt weiß ich auch, wo der war, da vorhin. Der wird ja jetzt auch abgeschossen und da war er down, genau. So, ihr hört euch das. Und da ist jetzt hier oben noch einer. Gut, den wollte ich noch abschießen. Wir haben jetzt gesiegt. Das soll soweit erstmal der erste Part vom Sniper gewesen sein.
Weitere Parts kommen. Ich werde vielleicht so zwei, drei machen insgesamt oder fünf. Das reicht dann aber auch. Wir haben ja dann noch andere, wie zum Beispiel den Pionier und den Medi, den haben wir ja schon gezeigt. Aber es gibt dann auch noch zum Beispiel unseren, wer hat's erraten, den Sturmsoldaten natürlich. Gut, das war's erstmal soweit von mir. Bis zum nächsten Mal, euer Alex. Tschüss.